Du glaubst nicht, wer wieder in Düsseldorf ist. Ach, Charlie, um die Zeit glaube ich dir alles. Also, rate mal. Tada! Olli! Olli! Was machst du denn hier? Geht Sammy schon wieder besser? Ah ja, viel besser. Sie ist sogar schon vorzeitig aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das ist ja toll, dann rufe ich mein Schwesterchen mal an. Sag mal, Charlie, dann hast du eben gerade gar nicht Olli gemalt? Was? Nein, viel besser. Also ich meine natürlich nicht besser als mein Lieblingsneffe, aber viel überraschender. Ich war doch auf Ludwigs Geburtstag und da kommt plötzlich eine junge Frau angebraust mit dem Motorrad. Und jetzt ratet wer? Rebecca. Rebecca. Wie geht es denn so schnell? Hey, Jungs. Wir haben dich vermisst. Das darf doch nicht wahr sein. Hey. Hey. Das heißt, du willst dich wirklich hier in Düsseldorf bewerben und New York aufgeben? Ja, das war aufregend und wahnsinnig beeindruckend, aber auch unglaublich anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist für den Preis wahrscheinlich halb tot gemacht. Ja, und in New York bin ich damit nur eine unter vier. Hallo zusammen. Hey. Ach, wir haben ja Besuch. Hallo, ich bin der Andi. Hi, Andi, wir kennen uns. Nein, Rebecca. Hey. Hallo. Hallo. Es ist witzig, von allen die gleichen Reaktionen. Ja, aber du hast dich auch ganz schön verändert. Ja. Sag mal, ist das dann dein Motorrad draußen vor dem No Limits? Ist ein Geschenk von meinem letzten Chef. Robert Rubino? Persönlich? Ja, es war seine Lieblingsmaschine. Er ist jahrelang gefahren. Als es sie mir geschenkt hat, da wusste ich, dass ich es endlich geschafft habe. Ach so, ja, dann erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, ob du es mal einem alten Kumpel leihen würdest? Nein, ist kein Problem. Aber vorher muss sie leider noch in die Werkstatt. Irgendwas stimmt mit dem Bremsen nicht. Vielleicht musst du sie einfach mal entlüften. Habe ich schon getestet. Am Flüssigkeitsstand liegt's auch nicht. Das sind wahrscheinlich die Bremsscheiben wegen der Vibration. Wow. Dann machst du dir wirklich deine Designerhändchen in der Werkstatt schmutzig, ja? Ich mache noch ganz andere Sachen. Ja, ja. Also ich muss ja sagen, New York scheint dir echt gut getan zu haben. Hm? Wie lange brauchen Sie eigentlich für die Recherche? Bis Sie mit Ergebnissen kommen, sind die Trends schon längst wieder vorbei. Ja. Ja, das hoffe ich. Wiederhören. Setzen Sie sich ruhig. Schon geschehen. Sie können es wohl kaum erwarten, Ihren neuen Arbeitsplatz kennenzulernen. Ja, richtig. Ich wollte mir schon mal mein Büro anschauen. Als Chefdesignerin bekomme ich ja wohl ein eigenes. Ich mag Ihr Selbstbewusstsein. Was den Posten der Chefdesignerin angeht. Ich hoffe, Sie halten Ihr Versprechen. Natürlich. Aber wir haben noch eine Chefdesignerin. Sonja Jäger. Aber die wird nicht alt. Sie meinen, ich muss mich noch ein bisschen gedulden? So leid es mir tut. Na gut, dann eben zurück nach New York. Sie entschuldigen mich, ich muss mich um meinen Flug kümmern. Jetzt warten Sie doch mal. Was kann ich Ihnen zur Überbrückung anbieten? Bademode. Ziemlich gewagte Bademode. Linie Clarisse Leinstein ist dafür bekannt, mutigen Kollektionen eine Chance zu geben. Sie wollen also Ihre eigene Kollektion? Auf gute Zusammenarbeit. Auf gute Zusammenarbeit. Rebecca? Hey, Kim! Hey! Ich habe gehört, dass du da bist, aber warum hast du mir nicht gesagt, dass du kommst? Da wäre es ja keine Überraschung mehr gewesen. Wie lange bleibst du denn? Es hängt davon ab. Erzähl ich dir ein andermal. Jetzt muss ich erstmal die Polizei anrufen, damit sie diesen Vollidioten finden, der mein Motorrad geklaut und dann zu Schrott gefahren hat. Bitte nicht. Bitte. Keine Polizei. Warum nicht? Ich habe es ihm erlaubt. Wie bitte? Du leihst irgendeinem dahergelaufenen Typen meine Maschine, sag mal, hast du sie noch alle? Emilio ist nicht irgendein dahergelaufener Typ, wirklich nicht.
Er konnte doch nicht wissen, dass die Bremsen kaputt sind. Ach so. Jetzt bin ich auch noch schuld, dass er das Ding gegen die Wand gefahren hat. Hey, er hätte bei dem Unfall sterben können. Das Einzige, woran du denkst, ist dein Motorrad. Ja, richtig. Es war mein Motorrad. Und wenn dein Typ das Ding nicht geklaut hätte, ja, dann wäre mir auch nichts passiert. Sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Dann kauf dir halt ein neues. Du hast wirklich genug Geld. Du kapierst wirklich überhaupt nichts. Kim? Rebecca, hey, was macht ihr denn? Bex ist sauer. Rebecca, ich heiße Rebecca. Rebecca ist sauer, weil ein Freund von mir ihr Motorrad zu Schrott gefahren hat. Wird die Reparatur denn sehr teuer? Mann, hier geht's nicht ums Geld. Dass du dir das nicht vorstellen kannst, das wundert mich echt nicht. Also hör mal, wie redest du denn eigentlich mit mir? Was genau ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also ich meine, solange das Motorrad in der Reparatur ist, nimmst du dir einfach ein anderes Fahrzeug aus der Garage. Ja, klar. So machst du das auch immer, oder? Ja, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Ich habe übrigens schon gehört, dass du jetzt mit Tristan zusammen bist. Was willst du denn jetzt damit sagen? Nichts, nur dass du dir um Geld weiterhin keine Sorgen machen musst. Du glaubst, ich bin nur mit deinem Bruder zusammen, weil er reich ist? Das hast du jetzt gesagt. Geld bedeutet mir überhaupt nichts. Du hast ja auch genug davon. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann ins Bett gehen, mit wem ich will, und ich kann zusammen sein, mit wem ich will. Dann ist es mit dem Motorrad geklärt? Wenn du damit wissen willst, ob ich zur Polizei gehe, nein, tue ich nicht. Danke. Das wäre ja noch schöner. Kim hat das Motorrad nur verliehen und das ohne böse Absicht. Ist ja schön, dass ihr so großzügig mit anderen Leuten Eigentum seid. Vielleicht solltest du dir ja mal ein Beispiel daran nehmen. Du, für euch ist es vielleicht okay, sich auf Kosten anderer zu bereichern, ja? Aber wenn sich jemand was nimmt, was ihm nicht gehört, ist es für mich immer noch Diebstahl. Was war das denn? Ich habe mich noch nie aushalten lassen, noch nie. Ich verdiene mein eigenes Geld und im Gegensatz zu deiner Schwester habe ich keine reiche Familie und musste mich hocharbeiten. Kommt jetzt ein Vortrag über die Mühen der Arbeiterklasse? Da ist es ja wieder. Was? Dein dievenhaftes Temperament, meine kleine Schwester, sollte dich öfter anpumpen. Wie schön, dass du Spaß hast. Mich hat's ziemlich genervt. Als ob ich über irgendwas verfügen würde, was gar nicht mir gehört. Du darfst gerne über mich verfügen. Ich habe die kleine Diva schon richtig vermisst. Jedenfalls hat sie kein Blatt vor den Mund genommen und einfach gesagt, was sie denkt. Das hat sich echt schon lange keiner mehr getraut. Komm, ich fahr dich nach Hause. Ich will heute Nacht hier schlafen. Ich möchte endlich wieder ein normales Leben führen. Klingt gruselig, so ein normales Leben. Vergewaltigt? Oh Mann, ich hatte keine Ahnung. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich gestern ein bisschen netter zu ihr gewesen. Das war schon okay so. Und bei eurem Streit ging es wirklich nur um ein Motorrad? Auf der Maschine habe ich fahren gelernt. Der Fahrlehrer. Aber nicht das, was du denkst. Es war mein Chef. Wir hatten einen ziemlich schlechten Start, aber dann hat er angefangen, mich zu respektieren. Das Motorrad, das war sein Lieblingsbike. Verstehe. Mann, er ist einer von den ganz Großen. Das Motorrad war sowas wie ein Ritterschlag, dass ich dazugehöre. Und jetzt ist es Schrott. Ja. Einen ideellen Wert kann man nicht ersetzen. Früher hatte Kim das verstanden. Wie kann man sich wegen einem Motorrad so anstellen? Naja, es war ja auch ihr Motorrad. Also dafür, dass ihr euch so in die Haare gekriegt habt, nimmst du sie ganz schön in Schutz. Ich habe so gut geschlafen wie schon lange nicht mehr. Ach, übrigens, was läuft denn da mit diesem Emilio? Ich muss los. Also, da läuft was. Wir sind befreundet. Bis später. Später. Und wie läuft's so bei dir und Marlene? So gut, wie es unter den Umständen laufen kann. Verstehe. Sie macht eine Therapie. Und nächste Woche will sie zum ersten Mal wieder zurück auf die Bühne. Ah, deshalb das Geklimper. Ja, wir starten ihre Solo-Karriere mit einem Jazzabend. Wow, klingt ambitioniert.
Ich habe übrigens noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Marlene bräuchte noch ein Kleid. Wieso fragst du da nicht Sonja? Weißt du, unsere Chefdesignerin? Weil Marlene dir vertraut. Da wäre ich mir seit gestern Abend nicht mehr so sicher. Ach, das ist Unsinn. So ein Kleid zu entwerfen, das ist eine ziemlich intime Angelegenheit. Und mir wäre es einfach lieb, wenn es jemand tut, dem Marlene vertraut. Hört sich so an, als ging es ja immer noch ziemlich mies. Sie ist auf einem guten Weg. Marlene von Landstein. Hallo Marlene. Alexander hier. Bitte leg nicht auf. Ich muss morgen früh ins Gefängnis. Und ich würde dich gerne ein letztes Mal sehen, um mich bei dir zu entschuldigen. Gute Nachrichten. Ich habe Rebecca überzeugt, ihr für nächste Woche ein Kleid zu entwerfen. Sie will gegen Mittag Maß nehmen. Passt ihr das? Was ist passiert? Er hat angerufen. Wer, Alexander? Warum kann er mich nicht einfach in Ruhe lassen? Das wird er. Morgen beginnt seine Haft, dann ist er für 5 Jahre weg. Er wollte mich sehen. Und was hast du gesagt? Ich habe einfach aufgelegt. Und danach ist mir schlecht geworden. Er kann dir nichts mehr tun, okay? Ich weiß das. Und trotzdem kriege ich Panik, wenn ich nur seine Stimme höre. Marlene, das wird aufhören, versprochen. Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt. Und wenn nicht? Du musst mit deiner Therapeutin darüber sprechen. Genau deswegen gehst du zu ihr. Wie hältst du das nur alles aus? Als dein Manager gehört das zu meinen Aufgaben. Alexander, hier ist Marlene. Marlene, danke, dass du anrufst. Ich habe noch mal nachgedacht wegen eines Treffens. Du würdest mir einen großen Gefallen tun. Ich würde dir gerne noch einmal sagen, wie leid es mir tut. Von Angesicht zu Angesicht. Und vielleicht kann ich dir auch erklären, wie es dazu kommen konnte. Das brauchst du nicht, ich war dabei. Alexander, ich möchte dich nie wiedersehen. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Und wenn du glaubst, dass ich dir verzeihe... Ich bin wirklich sehr froh, dass du im Prozess gestanden hast. Aber trotzdem kann ich dir nicht verzeihen. Und deshalb will ich nie wieder was von dir hören. Das hast du sehr gut gemacht. Es hat sich auch sehr gut angefühlt. Obwohl mir immer noch übel ist. Trotzdem. Ich hoffe, damit ist jetzt endlich alles vorbei.
Alles in Ordnung? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Okay, was kann ich dir bringen? Marlene, ist wirklich alles gut. Du bist auch ein bisschen blass. Bringst du mir bitte einen doppelten Whisky? Sicher. Jetzt hier und warten. Ich habe eigentlich was Besseres zu tun. Hör zu. Marlene ist gestern von ihrem Vergewaltiger angerufen worden. Er wollte sich mit ihr treffen. Sie ist völlig durch den Wind. Das tut mir leid. Ich nehme es auch nicht persönlich. Aber sie hätte doch wenigstens absagen können, findest du nicht? Ich versuche es noch ein letztes Mal, okay? Nochmal, wo ist es? Sie hat mich weggedrückt. Du, vielleicht will sie auch einfach nicht, dass ich ihr Kleid designe. Du nimmst es also doch persönlich. Ich habe eben keine gute Erinnerung an unsere Zusammenarbeit. Hey, sie will was von mir und nicht umgekehrt. An deiner Stelle würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Olli. Marlene, ich glaube, du hast jetzt wirklich genug. Hm? Hey. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Ja, setz dich. Was willst du trinken? Sorry, ich komme die Tage noch mal vorbei, okay? Okay. Sehr schön, dich hier zu sehen, wo wir doch ganz woanders verabredet waren. Und jetzt redest du nicht mal mit mir? Super. Du sag mal, wie viel hat sie schon Intus? 4, 5. Entschuldige. Was ist los? Marlene, was ist passiert? Hat er dich wieder angerufen, dieser Alexander? Was ist es dann? Wieso lässt du dich hier am helllichten Tag volllaufen? Mein Bruder macht sich Sorgen, okay? Ich bin schwanger. Von dem Typen, der mich vergewaltigt hat.